Ein Kamin mit schön warmem Feuer, das ist doch das, was wir in dieser Jahreszeit eigentlich alle wollen. Überall wird geschnieft und gehustet und deshalb sind wir zu Besuch bei Ursula Schönfeld in Weberin bei Schwerin. Frau Schönfeld, Sie sind Heilpraktikerin und haben Ihre gute Stube für uns so ein bisschen zum Versuchslabor umgebaut heute. Sie haben schon Tee aufgesetzt für, oder nicht für Erkältungen, gegen Erkältungen, ne? Zum So ist Beispiel. es, ja. Also eine kleine Auswahl von Möglichkeiten. Ich sage erstmal grundsätzlich, alles ist richtig, was Sie in Erinnerung haben, was Ihnen geholfen hat, was Oma so gemacht hat, was Ah Mama so ja. gemacht hat. Es gibt da eigentlich kaum Fehler. Intuitiv macht man das Richtige. Ich liebe Holunder, meine Oh, Familie ich liebt auch. Holunder. Ja, ich auch. Ein Spitzwegerichtee mit Thymian und Ringelblumen zum Beispiel zur Besänftigung der entzündeten Schleimhäute. Ja. Also das wird gut tun. Das, was am meisten schmeckt, das ist das intuitive Essen. Das ist absolut richtig. So wie ein heißes Süppchen gut tut, ein Kürbissüppchen Kürbissüppchen, ja. gewürzt mit Ingwer, die Ingwerwurzel. Vom Chinesischen her sagt man, Ingwer stärkt die Mitte. Das ist auch das Immunsystem mitgemacht. Deswegen intuitiv, Das dass ist so man gerne einfach, ne? Ja, so so einfach einfach. einen Tee aufzubrühen Ja. damit, ein Scheibchen, das wäre eine andere Möglichkeit, Ingwer zu verwerten. Aber wer keinen Ingwer macht, aus das gibt Dann lieber es, Finger dann weg. Finger weg und sein lassen. Es gibt noch genügend andere Möglichkeiten. Den Thymian erwähnte ich bereits. Aber hier zum Beispiel der Salbei. Salbei, ich hatte neulich eine Bekannte, die, mein Kind hat so einen entzündeten Hals, Ja. irgendwas, ja, ich sage Salbei, gurgeln. Und Tee trinken, aber gurgeln insbesondere. Oh ja, muss ich gleich zur Apotheke, sagt sie. Ich sag, sag mal, du hast doch Salbei im Garten. Ja. Und Ja. warum nimmst du den nicht? Komisch, ja, da ist uns Ach die Apotheke ja, manchmal viel okay. näher, ne? So Na ist es. klar, Dieses ja. Verwenden, was wir hier haben, und Salbei ist was Wunderbares, das sagen wir mal, macht die Schleimhäute Oh, widerstandsfähiger, ich merke könnte man schon, ich könnte sagen. hier mit Also Ihnen das eine halbe ist Stunde stehen. meine Sie, Lieblingstees. Ihre Lieblingstees, wir haben hier Huflattich, sehe ich, Medesüß, das ist Medesüß, das sozusagen natürliche Aspirin. Wenn gleiche mal doch Wirkung. Kopfschmerzen sind, dann ein Medesüß-Tee einsetzen. Also wenn das ein Es bisschen kann so einfach sein. Es kann stärkere so einfach Symptome sein. sei. Wir müssen leider unterbrechen, weil wir nämlich noch Ihre Tochter besuchen wollen und uns noch ein paar Heilpraktiker-Tricks abholen wollen. Und Sie würde ich jetzt gerne auf eine Kräuterwanderung schicken. Das machen wir jetzt mal, ne, Frau Schönfeld? Jo. So, wir sind immer noch in der Heilpraxis und jetzt bei der zweiten Generation Schönfeld, Dörte Schönfeld nämlich. Auf der Liege vor uns liegt eine weitere Schwester, Sabine, die dazu verdammt ist, stumm zu sein und still zu liegen, weil wir jetzt, Dörte, was mit ihr machen werden? Wir werden sie schröpfen und moxen und noch einmal Gua Sha kurz. Na, ich bin gespannt. Fangen wir mit dem Schröpfen an? Genau. Ja, das sind diese Gläschen. Ja, das ist jetzt das Feuerschröpfen. Da bleiben die Gläser direkt fest vor Ort auf einer Haut. Eben gerade jetzt um diese Jahreszeit kommen die Patienten gerne eben immer an mit verstärkt Nackenverspannung. Ja, das kann ich auch. So, wenn es Genau. kühl wird und immer Ja. so kalt ist. Und die bleiben dann da drauf, sorgen für eine Durchblutung. Hier die Haut Das saugt ist ja sich an. irre. Das gibt ja richtige Beulen. Ups. Ups, einer abgefallen. Kann auch mal passieren. Aber die Genau. anderen beiden Ja, scheinen und hier gut zu sind halten. gerade schöne Akupunkturpunkte auch. Die haben so Namen wie Tor des Windes, Palast des Windes vom Chinesischen halt. Geht hier die Kälte rein, die Nässe rein, die Feuchtigkeit an, Wind, was eben zur Erkältung führt. Und dieses Schröpfen hat jetzt die Wirkung, dass sozusagen alles einmal ein bisschen in Bewegung gerät, gerade Genau. an so Stellen, an denen man nicht so selber rumragt. Durchblutet, Ja. fördert also die Durchblutung der Muskulatur, löst dadurch die Schlacken ab. Das ist eben speziell für die Nackenverspannung. Ah. Aber eben außerdem eben vom Chinesischen her diese Punkte, da hier dringt die Kälte und alles ein. Das führt zu einer Erkältung. Gerade die ersten Symptome von Erkältung sind öftermals, Ja, das oh, stimmt. ich Man, mache mir einen ja, Schal um, ein Tuch genau. um, weil hier wird alles kalt. Kann Und man das auch zu Hause machen? Nee, ja, oder? da gibt Da es muss so man. auch Gläser mit einem Gummiball, die sind dann ähnlich, saugt sich so an und man kann dann so schröpfmassagemäßig rübergehen, Ach auch so, dann wunderbar. kann Mutti mal sagen, Fadi, schröpf mich mal. Genau, schröpf mich mal hier gerade an den Punkten, eine wunderbare Sache. Und eben Ähnliches geht auch mit diesen Das schönen wollte ich Geräten. nämlich gerade, das sieht ja eher aus wie, ja, wie so ein frühzeitliches Guascha. Werkzeug. Gua Sha. Genau, ähnlicher Effekt. Reibung im Endeffekt, Sha ist Reiben. Hier durchblutet wird die Haut. Umso mehr Verspannung, Kälte, Nässe drinne sitzt, umso schneller wird es rot.
Das heißt, dafür kann man tatsächlich mal wirklich zum Profi gehen, zum Heilpraktiker, aber man kann genauso gut auch zu Hause sagen, wir probieren es mal so, genau. Hilft uns auch schon. Massage, schön Wärmekissen hier hin, sich gegenseitig massieren, gerade die Stellen oder irgendwas mit abgerundetem Gegenstand und ein bisschen reiben, wunderbar. Danach sieht man, wenn man das richtig heftig macht, malträtiert aus, alles knallerot. Aber man zieht sich ja wieder an. Ja, und es sieht eben schlimm aus, aber ist... Und ich glaube, es tut gut. Unsere Sabine sagt gar nichts. hören wir. Es tut nicht weh. Dörte, vielen Dank. Ich gebe jetzt ab ins Landesfunkhaus nach Schwerin. Da gibt es für Sie so richtig ungemütliches Erkältungswetter. Aber ich habe bei Frau Schönfeld eben noch gelernt, 2-3 Erkältungen im Jahr sind ein gutes Zeichen dafür, dass ihr Immunsystem funktioniert. Also keine Panik. Und noch was habe ich gelernt. Singen ist gesund. Singen Sie um Ihre Gesundheit. Bleiben Sie mir gesund. Gleich für Sie Lust auf Norden und nachher um 19:30 Uhr das Nordmagazin. Schönen Abend.